Wir nehmen alleine nur die aktuelle Debatte um die Enteignung von Wohnungsbauunternehmen. Ich will jetzt gar nicht in die Baupolitik im Einzelnen einsteigen, aber es ist eben eine doch auch gesellschafts- und verfassungspolitische Debatte. Wenn die Kollegin Nahles zu Recht von der Sozialbindung des Eigentums spricht, so entnehmen wir dem Grundgesetz, dass der Sozialbindung des Eigentums die Garantie des Privateigentums vorausgeht. Und deshalb sollten wir unser Grundgesetz in diesem Sinne vom Artikel 15 befreien, der von einer Vergesellschaftung des Privateigentums ausgeht. Damals wurde der Artikel 15 in das Grundgesetz gebracht, vor dem Godesberger Programm der Sozialdemokratie. Zu einer Zeit, als die CDU in ihrem Ahlener Programm noch von der Vergesellschaftung der Montanindustrie und Schlüsselindustrien ausging. Danach kam die soziale Marktwirtschaft, danach kam das Wirtschaftswunder. Wir sollten heute die Konsequenzen aus unserer historischen Lehre ziehen, dass die soziale Marktwirtschaft jeder Form von sozialistischen Wirtschaften überlegen ist.